Ja, hallo zu Inside Politics. Heute wieder aus Wien. Warum? Ja, wir machen unsere Serie rund um den Europawahlkampf und interviewen einen der Spitzenkandidaten nach dem anderen. Heute ist unser Gast, oder wir sind zu Gast bei Johannes Voggenhuber. Sie sind einerseits einmal ein ehemaliger Grüner und jetzt als ein Europa unterwegs im EU-Wahlkampf. Die erste Frage, die ich an Sie habe, ist: Wer ist Johannes Voggenhuber? Wer ist Johannes Voggenhuber? Der hat viele Identitäten. Er ist ein Mitbegründer der Grünen. Er war das erste Regierungsmitglied in Europa der Grünen in Salzburg 1982 als Stadtrat für Bauen, Architektur, Verkehr, Umwelt, Gewerbe, alles Mögliche. Haben dort versucht, eine erste Revolution zu machen in der Stadt mit vielen großen Projekten. Ist als Salzburg-Projekt eigentlich berühmt geworden. Dann in Wien, Nationalrat, Clubobmann der Grünen, Bundessprecher der Grünen und dann 15 Jahre in Europa. Mitglied in beiden Konventen und Berichterstatter des Parlaments für Verfassung und die Charta der Grundrechte. Getrennt von den Grünen 2009 und 10 Jahre Autor, Publizist, ein Buch, ein Volksbegehren zur Demokratie, Unterricht an den Universitäten und jetzt zurück in die politische Arena. Nicht ganz freiwillig, sondern eher gezwungen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Nationalismus, autoritäres Denken, Rassismus kehren wieder in Europa, blasen zum Marsch auf Brüssel am 26. Mai. Das alles empfinde ich als höchst bedrohlich und auch für Europa und für die europäische Einigung. Und sehe aber gleichzeitig eine schwache Opposition, nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern. 40, 50, 60% Nichtwählerschaft in europäischen Mitgliedstaaten muss uns alle alarmieren. Das ist eine Delegitimation der Union, vor allem aber des eigenen Parlaments. Und ich glaube, dass es Zeit ist für Widerstand. Den Anfängen haben wir nicht gewehrt, die Anfänge liegen längst hinter uns. Täglich Hetze, täglich Rassismus, täglich Übergriffe, täglich Einzelfälle. Und ich glaube, das ist das Widerstandsbedarf, aber nicht nur allein. Der Widerstand ist nicht genug, sondern auch die Vision von einem künftigen Europa. Für mich ist es die Vision der Republik Europa. Widerstand und Vision zusammen, eine Vision für eine europäische Demokratie, für eine europäische Sozialunion, für eine europäische Friedensordnung, ein Klimabündnis. Das ist meine Vision, für die es zu kämpfen gilt. Und deshalb kehre ich noch einmal zurück und mache dieses Angebot, um zu verhindern, dass die Nichtwählerschaft weiter ansteigt und am Ende der rechtsrechte Block davon profitiert. Ich war jetzt in Brüssel im letzten März, also gerade mal 2 Monate zurück, und da habe ich auch die Medienarbeit des Europäischen Parlaments beobachten können. Also das Thema, Wähler zur Urne zu bringen, ist ja nicht unbedingt etwas Neues. Das wird ja schon seit Jahrzehnten eigentlich schon propagiert. Ja, aber das kann man nicht durch Marketing und kann man nicht durch Kampagnen, Werbekampagnen und Aufrufe, das kann man nur durch eine entschiedene Politik. Ja, die Nationalstaaten haben kein großes Interesse, die europäischen Institutionen sichtbar zu machen. Es gibt keine Möglichkeit, dass die europäischen Institutionen direkt sich an die Öffentlichkeit in den einzelnen Mitgliedstaaten wenden. Das müssen die Europaabgeordneten tun. Das ist ihre besondere Aufgabe. Ich habe versucht, das damals in diesen 15 Jahren sehr intensiv zu tun. Inzwischen ist das wieder etwas eingeschlafen. Wer kennt die Europaabgeordneten, könnte man fragen, wie viel kann man aufzählen? Ja? Frage ich auch die Grünen, wer könnte spontan sagen, wer die derzeitigen Abgeordneten sind, nach 5 Jahren.
Das habe ich vor viele kommen ein paar Tagen nachgeschaut, also ich weiß es gerade. Ja. Viele kommen mit leeren Händen zurück, das muss auch ein Ende haben. Ja. Aber das ist eine Hauptaufgabe des Europäischen Parlaments. Es ist aber wiederum so, Sie werden das sicherlich jetzt mitbekommen haben, Facebook hat jetzt zum Beispiel die Wahlwerbung im Europawahlkampf eingeschränkt. Ja. Das heißt, das Europäische Parlament betreibt ja gemeinsam mit der Europäischen Union diese Europahäuser in den verschiedenen Mitgliedstaaten. Es gibt ja auch eigene Medienabteilungen in den Mitgliedstaaten. Ja. Aber Facebook sagt jetzt, man kann quasi als Unternehmen, das sich mit politischen Themen beschäftigt, also ein Medienunternehmen zum Beispiel oder eine politische Partei, immer nur im jeweiligen Land quasi Werbung machen und auch nur dann, wenn eben der Mitarbeiter auch die Staatsbürgerschaft des jeweiligen Landes hat. Wie sehen Sie so etwas? Wie finden Sie so eine Situation, also wie gehen Sie mit so einer Situation um? Finden Sie, ist das eine Einmischung? Ja, das ist eine Einmischung und ich meine, zu Facebook fällt mir vieles ein, was mir nicht gefällt. Es ist vielleicht in der Praxis nicht ganz so schlimm, nachdem wir ja keine europäischen Listen haben, sondern Wahlkreise. Und dann werden wir in den Wahlkreisen für die jeweiligen Wahlkreiskandidaten und Listen Werbung machen und die Auseinandersetzung führen. Das ist jetzt nicht so ein großes Handicap. Aber bei den Medien zum Beispiel, also wir haben in Brüssel auch deutsche Abgeordnete gefilmt, haben die Interviews online gestellt, aber nicht beworben. Wenn wir sie bewerben würden, dann würden wir uns in den deutschen Wahlkampf einmischen. Das wäre bei anderen Medien auch der Fall. Ja. Und das ist jetzt blockiert. Also das heißt, Facebook sperrt den Informationsbinnenmarkt. Es ist halt an sich ein sehr unbeweglicher Dinosaurier, dieses Facebook. Ja. Man hat Angst und stand unter der Kritik auch, dass Putin und wer immer auch amerikanische Rechte versuchen, in diesen Wahlkampf einzugreifen. Und man hat offenbar nur ganz grobe Möglichkeiten, das abzuwehren. Ich würde sagen, es ist jetzt ganz aktuell nicht das große Handicap. Sie haben Putin erwähnt, Sie galten eigentlich als jemand in den letzten 10 Jahren, der über die europäisch-russischen Beziehungen nachgedacht hat. Ich sage mal, auch teilweise positiv. Manche haben ihn sogar den sogenannten Kampfbegriff, ich nenne es mal wirklich so, Putin-Versteher so umgehängt. Ja. Wie sehen Sie das? Ich halte diese Entwicklung für unendlich fatal, weil es ist einfach immer alarmierend, wenn man das Land, um das es geht, mit dem jeweiligen politischen Führer identifiziert. Putin ist nicht Russland. Russland hat legitime, vitale Interessen, die zum Beispiel durch dieses gegen alle Versprechungen vollzogene Heranrücken der NATO bis an die russischen Grenze, das man sehr wohl als Einkesselung betrachten kann, einfach auch berechtigte Ängste. Es hat Russland doch seit Gorbatschow und Jelzin, sogar noch Putin, bis Putin, zahllose Kooperationsangebote gemacht, die Europa einfach schroff zurückgewiesen hat. Es haben die sogenannten Chicago Boys des Neoliberalismus in Moskau unter Jelzin eine furchtbare Bilanz, sowohl was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft, wie auch die demokratische, hinter sich gelassen. Die Sache ist relativ kompliziert. Ich habe mich bemüht, als Mitglied auch der russischen Gesellschaft, mir war dieses Thema immer sehr wichtig, da aufmerksam zu machen darauf, dass es keine europäische Friedensordnung geben kann, die nicht auch Russland einbezieht. Es bewegt sich derzeit alles wieder auf die Reanimierung der alten Feindbilder, ja mehr noch. Wenn ich an die Raketenstationierungspläne der USA denke, dann landen wir, wenn es so weitergeht, in aller Kürze wieder in einem Kalten Krieg. Aber Russland ist ja auch Mitglied der Partnerschaft für den Frieden. Das ist ja sozusagen der andere Punkt. Ja,
aber das hat jetzt die dramatische Abkühlung und Erstarrung der Beziehungen nicht behindert. Die Gespräche werden ja auch dort, wo sie eigentlich stattfinden sollten, nicht geführt oder kaum geführt oder nur auf unterster Ebene. Ich glaube, ich halte das einfach für eine gefährliche Entwicklung. Ich habe natürlich keinerlei Sympathien für Putin. Es ist ja nicht nur die Ukraine, es ist ja nicht nur die Krim, es ist ja nicht nur die Situation der inneren Demokratie und Menschenrechte in Russland selbst, sondern es ist ja auch seine massive Einmischung in Europa, die Unterstützung der Rechten, das einfach absurd und unsinnig ist, und auch eine offene EU-Gegnerschaft. Also das ist eine dramatische Situation. Ich bin nur absolut dagegen, in dieser Sache, die eine lange beidseitige Vorgeschichte hat, hier einfach die alten Feindbilder wiederherzustellen und den Kalten Krieg wieder zu beginnen. Das kann keine Alternative zum Dialog sein. Ich verstehe. Wofür würden Sie sich, wenn Sie jetzt wieder hineingewählt werden, dann einsetzen? In welchen Ausschüssen würden Sie tätig werden wollen? Also wenn mich, ja, in welchen Ausschüssen, also in den Ausschuss für konstitutionelle Fragen, also auf Deutsch den Verfassungsausschuss, in dem ich ja erster Vizepräsident war, neben dem nachmaligen italienischen Staatspräsidenten Napolitano, in dem halt einfach der Gang der Einigung selber zur Debatte steht und zur Entscheidung steht, eventuell Mandate für einen künftigen neuen Reformkonvent, innere Sicherheit und Grund- und Freiheitsrechte, also den sogenannten Libe-Ausschuss, weil dort die sozusagen Stahlhelme der inneren Sicherheit von Polizei und Justiz und Geheimdiensten auf die Vertreter und Vertreterinnen der Grund- und Freiheitsrechte stoßen. Ich habe das immer für eine unmögliche Ausschuss gehalten von widerstrebenden Interessen. Es hat sich gut erwiesen, hier eine beständige Konfrontation dieser beiden Welten, die sie ja oft sind, zu haben. In der Frage des Asyl und der Migration ein entscheidender Ausschuss. Hier wird auch der Angriff der Rechten stattfinden auf Europa und den Versuch, das Asylrecht auszuhöhlen, zu behindern, wenn nicht sogar aufzuheben. Der Versuch zu erzwingen, dass das Recht der Politik folgt und eine inhumane Politik über weite Strecken europäisch durchzusetzen. Und deshalb, glaube ich, sind diese zwei Ausschüsse sehr, sehr wichtig. Ein anderer ist der Sozialausschuss in der Frage der von uns geforderten Sozialunion. Einer der wichtigen Voraussetzungen für mich, die Vertrauenskrise zwischen EU und den europäischen Bürgerinnen und Bürgern zu überwinden, wobei ja noch wenige Kompetenzen da sind. Also vielleicht ist auch das eher im Verfassungsausschuss besser aufgehoben. Ich verstehe. Jetzt kommen wir zur Rubrik Ask Me Anything, kurz AMA. Da haben wir immer wieder zum Beispiel auf Reddit Austria oder eben auch in dem Fall auf Twitter gefragt, was möchtet ihr aus der Community Johannes Falkenhuber fragen? Und eine Frage, die geht schon in diese Richtung, auch mit der Solidarisierung, die Sie in der letzten Zeit angesprochen haben. Warum treten Sie zum Beispiel mit der KPÖ Plus nicht gemeinsam als eine Wahlplattform an? Dann wären ja Ihre Chancen größer. Ideologisch trennt Sie ja nichts. Also ideologisch trennt mich eine ganze Menge. Ich bin kein Kommunist, war kein Kommunist in meinem ganzen Leben. Wenn ich jetzt viele Kommunisten erschrecke, würde ich dann, wenn ich schon in diesem üblichen Kontext antworten muss, würde ich mich als Linksliberalen bezeichnen, obwohl ich muss ehrlich sagen, die theoretischen Grundlagen dieser Einordnungen sind höchst fragwürdig. Ich muss gestehen, dass ich der KPÖ nie verziehen habe, dass sie den Eurokommunismus abgelehnt hat, dass ich nie verziehen habe, dass sie stalinistisch blieben bis zum Schluss und dass ich ihnen nie verziehen habe, dass sie nicht eine Neugründung gemacht haben und sich der Vergangenheit gestellt haben. Der Vergangenheit auch der stalinistischen Verbrechen, auch vieler Irrtümer, auch des Elends und der Diktatur und der Feindschaft zur Demokratie in Osteuropa. Ich bin kein Kommunist und eine solche Allianz kommt für mich auch nicht in Frage. Natürlich verstehe ich
Grundanliegen. Ja, es ist wahr, die Menschen, die arbeiten, haben kaum eine Stimme. Das ist einer meiner Vorwürfe an die Grünen. Die soziale Gerechtigkeit, die sein Parfum, das in die Wahlkampfveranstaltungen gesprüht wird. Vieles von einer marxistischen Diagnose kann ich teilen, aber die Therapie der Kommunisten habe ich nie geteilt. Für mich war immer die Demokratie, die Republik, der Rechtsstaat, die Gewaltenteilung, die unantastbare Würde des Menschen, die Freiheit des Individuums. Kurz nachgefragt, das heißt, würden Sie sagen, die Internationale hat so lange das Menschenrecht bekämpft? Ja, das ist es, auf einen Punkt gebracht. Und die Freiheit des Menschen und damit auch die Würde des Menschen. Das war übrigens eine Frage von den Freidemokraten Wien via Twitter. Und jetzt kommen wir zu Reddit Austria. Herr Fockenhuber fragt Just MKK, wie stehen Sie zum Einsatz von Glyphosat in der Landwirtschaft, im Privatbereich und im Einflussbereich der öffentlichen Hand? Also ich bin für ein allgemeines Verbot von Glyphosat, dafür habe ich mich immer auch ausgesprochen. Ich halte auch wenig davon, ich kenne die Diskussion aus der Landwirtschafts-Agrarindustrie, die Großen könnten damit verantwortungsvoll umgehen, die Kleinen nicht. Dazu bräuchte man sozusagen ein großes Wissen und entsprechende Fazilitäten. Aber das würde ja wiederum bedeuten, die große Landwirtschaft, die Agrarindustrie enorm zu bevorzugen. Das ist ein Gift, dessen Gefährlichkeit, glaube ich, doch wirklich erwiesen ist. Und das vom Menschen bis zu den Bienen katastrophale Folgen hat. Ich glaube, wir sollten auf dieses Glyphosat schlicht und einfach allgemein verzichten. Lola Wanz fragt, ich hätte ja gesagt, warum tun Sie sich das an, Herr Fockenhuber, aber die Presse ist mir zuvor gekommen. bin ich ja schon 100-mal gefragt worden. Ich empfinde dieses Wiederauferstehen von Nationalismus und autoritärem Denken, von rechter Hetze und Inhumanität in Europa eine akute Bedrohung, persönlich wie für Europa, wie für Österreich selbst. Ich habe nicht 25 Jahre für Grund- und Freiheitsrechte und Demokratie in Europa gestritten, um jetzt zuzuschauen. Ich kann nur anerkennen oder zur Kenntnis nehmen, dass die Jugend noch, sage ich einmal, nicht auf den Barrikaden ist. Vielleicht muss man auch die Nähe des Alters haben, noch um von seinen Eltern, die im Krieg waren, noch im Ohr zu haben, diese Anfänge. Wir haben zwar gesagt, während den Anfängen, haben wir in Österreich aber niemals diskutiert, in keiner Schule, auf keiner Universität, in keiner öffentlichen Debatte, was denn diese Anfänge sind, und sind dann so weit gekommen, dass jeder Hinweis auf Anfänge als Verharmlosung des Nationalsozialismus tabuisiert wurde. Ja. Der Nationalsozialismus hat aber auch in kleinsten Schritten begonnen, die Menschen an Unmenschlichkeit zu gewöhnen, an Hetze zu gewöhnen, an Rassismus zu gewöhnen, bevor das große Vernichtungswerk begonnen hat. Und ich hätte nur die innere Emigration als Wahl gehabt. Das ist für einen leidenschaftlichen politischen Menschen keine wirkliche Option. Und daher stehe ich auf den Barrikaden. Ich glaube, es ist Widerstand und Vision jetzt einfach das Gebot der Stunde. Und ich will mich da nicht ausnehmen. Solange ich lebe, wenn man meine weißen Haare meint, kann ich nur sagen, solange ich lebe, bin ich in der Mitte des Lebens und auch verantwortlich wie jeder andere Mensch auch. Sie sind aber zugegebenermaßen eben noch nicht 70. Also andere sind auch mit ungefähr dem gleichen Alter zuletzt im Nationalrat eingezogen. Also wie geht es Ihnen da persönlich als Mensch, wenn Sie sagen, heute ist 69 das neue 59 oder... Also ich muss ehrlich sagen, ich fühle das Alter eigentlich nur, wenn ich in den Spiegel schaue oder wenn mir jemand sagt, das Alter der Seele oder des Denkens ist ja ganz was anderes. Ich kann mich jeden Tag auch wie ein 20er oder am nächsten Tag wie ein 40-Jähriger fühlen. Ich
weiß nicht, warum das so gravierend ist. Ist auch interessant, es hat vielleicht ein bisschen mit dieser Jubelfeier der Jugend zu tun heute. Es genügt oft, jung zu sein. Wenn man dann noch Frau dazu ist, dann ist die Sache eigentlich schon erfüllt. Das ist sie meines Erachtens nach nicht. Und es gibt, genauso wie es ein Antidiskriminierungsverbot für Frauen gibt, gibt es das auch für das Alter. Aber das ist in der Gesellschaft noch nicht ganz angekommen. Vielleicht eine Kritik gegen Claudia Gamonos? Nein. Hätten Sie es einfach so stehen lassen. Okay. Eisfront fragt, und das ist die letzte Frage, wie stehen Sie zu folgenden Themen? Einerseits Artikel 13, also Urheberrecht, Flüchtlingspolitik in der EU, EU-Armee und die Direktwahl der Kommission. Der Kommission bzw. des Präsidenten. Fange ich hinten an, Kommissionspräsidenten, ja. Halte ich gar nichts, habe ich immer dagegen gekämpft und ich halte das wirklich für einen dieser Kurzschlüsse von Politikern, die irgendetwas schnell brauchen. Also das resultiert in Wahrheit aus dem ewigen Ruf, Europa braucht ein Gesicht. Ja? In Wahrheit sind die Dinge ein bisschen komplizierter und auch tiefer. Das europäische Modell zum Unterschied vom amerikanischen ist die parlamentarische Demokratie. Außer in Frankreich gibt es eigentlich nur beim Polen, könnte man vielleicht noch nennen, gibt es parlamentarische Demokratien und ich bin ein großer Verfechter der parlamentarischen Demokratie. Und Exekutive, noch dazu höchste Exekutive, direkt gewählt, ist immer eine exorbitante Schwächung der Parlamente und wir sollten uns an dieses europäische Grundmodell, deshalb auch Republik Europa, erinnern, eine parlamentarische Demokratie. Die Kommission soll vom Parlament gewählt werden. Das wird sie ja, das kann man ausbauen, weil dieses Vorschlagsrecht des Rates macht daraus in der Praxis zwar kein Diktat, aber eine unglaublich zähe, mühevolle Angelegenheit. Die Europa-Armee ist für mich auch eine verkürzte Antwort, genauso wie die Vereinigten Staaten, dass, wenn es eine europäische Armee wird, eine gemeinsame, dann wird es mit Sicherheit eine Interventionsarmee. Ich frage mich dann nach dem Verhältnis mit der NATO, ist es dann ident oder wie es jetzt so hässlich heißt in den Verträgen, die europäische Außen- und Sicherheitspolitik ist vereinbar mit der NATO, das ist eigentlich ein Gebot der Übernahme. Das sind sehr schwierige Fragen. Ich bin, wie schon seit langer Zeit, für ein kooperatives regionales Sicherheitssystem nach der UNO-Charta, das der UNO-Charta auch unterworfen ist, an den Artikel 50, also das strenge Selbstverteidigungsrecht gebunden. Wir verteidigen uns nicht am Hindukusch, sondern wir verteidigen uns bei einem Angriff. Ja. Da soll es die Beistandsverpflichtung geben. Und um vielleicht diese Frage vorwegzunehmen oder hinzuzunehmen, die Neutralität. Ich halte die Neutralität jetzt für ein unglaublich wichtiges, ganz rationales Instrument österreichischer Einmischung in diese Frage der europäischen Sicherheitspolitik und ihrer Entwicklung, dass sie auch ein nationaler Mythos ist, ein Identitätsmythos ist, das alles geschenkt, aber es ist auch ein sehr rationales Instrument. Es ist der Fuß in der Tür für die Frage, wie entwickelt sich dieses Sicherheitssystem, das ist einstimmig. Wir sind kein NATO-Mitglied, einer der wenigen noch, drei, ja. Es geht der politische Druck eindeutig in Richtung NATO. Und daher können die Neutralen auf der Entwicklung zuerst, das ist ja das Wichtigste als erster Schritt, von einer autonomen, souveränen Außenpolitik einmal fordern. Nicht unter der Hegemonie der USA, nicht abhängig von der NATO, sondern wirklich nach dem großen, aber uneingelösten Wort der Frau Angela Merkel, Europa muss sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und dann, wenn diese Außen- und Sicherheitspolitik demokratisch auch vom Parlament mitbestimmt wird, dann können wir über ein kooperatives Sicherheitssystem in Europa reden. Ich möchte nur kurz einhaken. Ich habe da aus meinem 3D-Drucker einen sogenannten T-34-Panzer und auch eine amerikanische Marschflugkörperrakete ausgedruckt. Ich halte das kurz mal so in die Kamera. Ja. Das heißt, Sie sind gegen eine Europa-Armee? Ja. Und Sie sind auch gegen die militärische Aufrüstung.
Ja, also jetzt, ich habe es ja zuerst schon erwähnt, in Russland, die Drohkulisse, die jetzt aufgebaut wird, geht langsam, aber sicher, nicht nur in einen kalten Krieg in der Politik, sondern auch in eine Wiederaufrüstungsspirale über. Das bedauere ich außerordentlich. Der derzeitige Plan, atomare Mittelstreckenraketen in Europa aufzustellen, ist ein gewaltiger Rückfall. Natürlich fragt sich jemand eigentlich, was bei einer NATO, die bis an die Grenzen Russlands geht, was und bei der Kündigung aller Verträge, der Abrüstungsverträge, was eigentlich die Innensicht Russlands ist dazu. Das kann ja nur das Bild einer akuten Bedrohung sein. Ich erinnere vielleicht einmal an die Kuba-Krise, da hat es jeder verstanden. Heute sagt die deutsche Politik zum Beispiel, es ist Recht jedes einzelnen Staates, sich militärisch zu verbinden, wie man will. Wir erinnern uns gut an die Kuba-Krise. Da war es selbstverständlich nicht das Recht Kubas, dort Raketen aufzustellen, sowjetische, die in 2 Minuten die USA erreichen. Und wir kommen jetzt langsam in eine selbe Situation, dass wir eine atomare Wiederaufrüstung zulassen sollen, die Russland massiv bedroht. Wir können dann Russland als einen natürlichen Partner einer europäischen Friedensordnung vergessen für die nächsten Generationen. Und wir schaffen natürlich ein enormes Konfliktpotenzial. Das ist richtig. Und ein anderes enormes Konfliktpotenzial ist die Flüchtlingspolitik. Was wollen Sie da ändern? Ja, Entschuldigung, das war die erste Frage eigentlich. Die zweite Frage. Eine fatale Situation. Es ist immer leicht, die Opposition nach 20 Jahren missratener und missgestalteter Politik zu fragen, und wie geht es jetzt weiter? Ich versuche es trotzdem. Wir haben ja schon, ich habe 2015, aber auch schon 2000 dafür gekämpft, dass es eine gemeinsame Asyl- und Einwanderungspolitik gibt. Damals hat am Gipfel von Tampere die Kommission bereits ein umfassendes Konzept dazu vorgelegt. Das war, das muss man einmal in Erinnerung rufen, ein erster Ratspräsident Wolfgang Schüssel, der brusttrommelnd zurückgekommen ist und gesagt hat, man hat diesen Unsinn entsorgt, das kommt nicht in Frage. Noch im Mai 2015 hat die Kommission händeringend die Regierungen aufmerksam gemacht auf die kommende Situation, die dann im September eingetreten ist. Alles in den Wind geschrieben, alles nur, damit Europa ja keine Kompetenzen mehr in irgendeinem Feld hat. Da taumelt man lieber in die nächste große Krise. Ich bestehe darauf, dass das Flüchtlings- und Migrationsproblem, dass man immer ganz genau trennen muss, drei Aufgaben hat. Das sind einmal die Ursachen. Das ist einmal die Flucht selbst, also der Grenzschutz, der heute allein eine Rolle spielt, und die Integration dann für die Flüchtlinge im eigenen Bereich. Fluchtursachen, seit 20 Jahren redet man davon, statt die Entwicklungshilfe zu erhöhen, hat man sie reduziert. Die Programme der UNO für die Medikamentenversorgung, Nahrungsmittelversorgung, der Mega-Flüchtlingslager in Jordanien, Syrien etc. etc. hat man gestrichen, dramatisch reduziert, bis sie kollabiert sind. Also das einmal zur Vorgeschichte und zum Mitverschulden Europas. Und da rede ich noch nicht vom Kolonialismus, der zum Unterschied von manchen, wie manche glauben, eben nicht aufgehört hat, nur völlig andere Formen angenommen haben. Es werden die Meere leer gefischt, es wird die afrikanische Landwirtschaft zertrümmert mit subventionierten Lebensmitteln, mit gewaltigen Schiffen, wie wenn es Erdöltransporter wären, in Afrika anlanden und alles, was über Jahre an Kleinlandwirtschaft entstanden ist, platt macht. Es werden die natürlichen Ressourcen patentiert, die Gene der Pflanzen der afrikanischen und die Pflanzenzucht patentiert. Also die natürlich keine Rede von fairen Preisen für die Rohstoffe etc. 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 Das heißt, die Schande Afrika, die Schande Europas, und das ist Afrika, hat nicht aufgehört. Und wir brauchen den berühmten Marshallplan für Afrika, nennen wir ihn, wie man will. Man soll sich auch nicht täuschen über das jetzige plötzlich aufflammende Engagement für Afrika. Das ist nämlich nur durch die chinesische Konkurrenz entstanden und keineswegs durch irgendeine Art von der gewisser Selbstvergewisserung oder Verstehen der eigentlichen Aufgabe, die man hat. Es ist unser Nachbar Afrika. Es ist eine gewaltige Aufgabe für Europa, zur friedlichen Entwicklung dieses Kontinents beizutragen.
Dann bitte ich nur, weil es auch schon zeitlich knapp wird, kurz zum Artikel 13 unseres europäischen Medienrechts. Ich kann es mir einfach machen, ich bin gegen den Artikel 17, wie er jetzt heißt, ja. 13, bleiben wir bei einem populären Artikel 13, weil es ein Einfallstor für die Zensur und die Überwachung ist. Ich gebe allerdings zu bedenken, dass damit das Problem, das man eigentlich lösen wollte und für das ich stehe, nämlich auch das geistige Eigentum von Künstlern und Künstlerinnen und Autorinnen und so weiter in das Internet einzubringen und dort auch dieses geistige Eigentum zu schützen. Es ist das Einkommen, von dem diese Menschen leben und sie haben ein legitimes Interesse daran, aber wir müssen einen anderen Weg finden. Der Artikel 13 ist es nicht. Abschließend 30 Sekunden. Warum soll man sie wählen? Weil man, glaube ich, auf einen wesentlichen Beitrag von mir setzen kann. Ich habe ein Standing nach wie vor im Europäischen Parlament, bin dort hervorragend vernetzt und ich glaube, dass es eben wieder wichtig ist, diesen Widerstand gegen Rechts, Nationalismus, Inhumanität, Hetze, gegen einen neuen Faschismus, nennen wir es beim Wort, wirklich Widerstand zu leisten. Sie werden im Parlament versuchen, Europa und die europäische Einigung zu zerstören. Ich glaube, ich kann einen Beitrag leisten, einen hörbaren, einen deutlichen, einen energischen, einen leidenschaftlichen Widerstand zu leisten. Ich glaube, das kann ich und das werde ich. Herr Fockenhuber, danke fürs Gespräch und viel Glück für den Landtag. Danke Ihnen. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.